Jetzt schauen wir uns mal das Verhalten des Mittelfeldspielers von der weißen Mannschaft an. Hier spreche ich immer von vorausschauendem Spielen, sich orientieren. Das heißt, wenn der Ball in meine Nähe kommt, sollte ein Blick über rechts, Blick über links sein, stattfinden, damit ich sehen kann, wie die Räume hinter mir sind, damit ich, wenn ich den Ball bekomme, die richtige Entscheidung treffen kann. Und hier schauen wir uns mal die 6 hier im Zentrum an, den weißen Spieler, dass er das eben jetzt nicht macht. Der Torwart eröffnet das Spiel, der Stürmer läuft dann schnell auf ihn zu und es entsteht dann diese Situation. Der Gegner kommt jetzt auch mit rüber. Hier hinter dem weißen Spieler ist ein großer Raum. Er bekommt jetzt das Zuspiel von diesem Spieler, bekommt er das Zuspiel, hat aber keinen Blick hinter sich gemacht, kriegt jetzt den Ball zugespielt hier und nimmt den Ball in diese Richtung mit und kommt dann hier in den Zweikampf rein. Und hier muss er eben von seinem Trainer korrigiert werden, dass er vorausschauend Fußball spielt. Das heißt, hier muss der Blick kurz hinter mich kommen, dann merke ich, ich bin komplett alleine und kann dann eben praktisch in diese Richtung aufdrehen. Und jetzt finde ich alles offen vor, man nennt eine offene Stellung auf die gegnerische Kette, nennt man das, und kann jetzt torgefährlich werden. Und der Spieler hier, weil er eben nicht geguckt hat, nimmt er den ersten Ball hier in den geschlossenen Raum mit rein, gerät dann unter Druck und vor allem ist die Gefahr des Konters hier natürlich gegeben. Es kommt jetzt da zum Ballverlust. So, und jetzt wird gedribbelt. Jetzt verliert er den Ball nochmal, erobert ihn zurück, spielt nach vorne und jetzt sind beide Sechser aus dem Zentrum raus. Das heißt, Zentrum ist komplett offen und der Flügel, der linke Flügel, hat nicht eingeschoben nach hinten rein und damit kommt es zu einer offenen Stellung gegen die Kette. Und da hätte der Flügel besser einschieben müssen und es hätte ein Sechser im Zentrum natürlich bleiben müssen, weil jetzt muss der Innenverteidiger dem Stürmer die offene Stellung gewähren und dann wird es natürlich gefährlich. Das heißt, hier Abstimmung zwischen den beiden Sechsern schlecht. Ein Sechser muss immer im Zentrum vor den Innenverteidigern bleiben.